Hallöchen Leute und willkommen zurück zur Formel 1 beim drittletzten Lauf dieser Saison hier in Mexiko. Ja, es geht dem Saisonfinale mit rapider Geschwindigkeit entgegen und wir nähern uns immer weiter Valtteri Bottas. Vor dem letzten Rennen waren es noch 36 Punkte, nun sind es nur noch 11 und jetzt im Qualifying könnten wir den ersten Stein für eine mögliche WM-Führung legen. Und wenn das gelingen sollte, dann werde ich vielleicht einen Besen fressen, wer weiß. Mal schauen, ansonsten hoffen wir mal, dass wir da auch durchaus irgendwo ins Q3 kommen, denn die Gerade ist lang, man kann beim Start viele Positionen gut machen und auch wenn Mexiko nicht immer das beste Gelände für mich war, um hier gut unterwegs zu sein, glaube ich schon, dass ich hier durchaus auch ganz gute Chancen habe, einige Punkte zu ergattern. Ich glaube, der Renault dürfte auch so ganz okay hier unterwegs sein und deswegen schauen wir einfach mal, was das Wochenende für uns so bereithält. So, grundsätzlich fahre ich hier zwei schnelle Runden am Stück. Wir sind das gute Spiel gewohnt und fahren einfach mal direkt raus. Ja, und ich hoffe, dass wir genauso eine Prozessur auch beim kommenden Qualifying haben werden. Ich denke mal, die Rennvorschau dürfte dann schon online sein, während ich dieses Video hier schneide und danach hochlade. Mal sehen, ob dann tatsächlich das Qualifying stattfindet und was mit dem Rennen ist. Gibt es ja auch im Moment sehr, sehr rege Diskussionen. Und da beim letzten Grand Prix gewisse Fakten Fake News waren, Wetterbericht. In den nächsten 5 Minuten könnte leichter Regen einsetzen. Okay, gut. Es war einfach nur geraten. Auch hier für das Qualifying und fürs Rennen waren komplette Trockenbedingungen angesagt. Übrigens, der Jonas hat die Mod nochmal aktualisiert. Danke auch nochmal an der Stelle. Er hat unter anderem jetzt beim Mercedes diese geilen Streifen hinzugefügt. Ich kann es euch gleich mal zeigen, aber erstmal will ich die Zeit fahren. Da muss ich ja direkt hier eine super Runde hinlegen eigentlich. Das, obwohl ich mir gerade eine Stunde Pause genommen habe zwischen Training und Qualifying. Ui, das darf in der Quali-Runde nicht passieren. Oh je. So, im letzten Sektor hat die KI einfach einen mega Grip hier. Mit so viel Traktion wie die hier rauskommen, ist unfassbar. Aber die Zeit sah gut aus. Bin zufrieden. Direkt nochmal eine hinterher, eine Runde. Oh, dass das schneller ist beim Kurvenausgang, hätte ich nicht gedacht. Aber gleich schnell.
So, hier werde ich ein bisschen Zeit dazu gewinnen, jawohl. Ah, Mann, da war ich zu sehr mit der Zwischenzeit beschäftigt. Und jetzt fängt es schon an zu tröpfeln. Ich glaube, ab jetzt ist die Zeit der Bestzeitenjagd so ein bisschen vorbei. Eine kleine Anekdote habe ich aber ohnehin zu erzählen. Heute gerade frisch passiert. Nämlich bin ich mit der S-Bahn unterwegs gewesen. Und da gab es einen Notarzteinsatz. Zwei Stationen, bevor ich quasi mein Ziel erreicht hätte, musste ich dann vorzeitig aussteigen. Der Zug hat da geendet quasi. Und ja, in so einem Fall habe ich absolutes Verständnis. Also Notarzteinsatz, macht man auch keine Scherze mit. Und dann kann man, finde ich, auch nicht sagen, doofe Deutsche Bahn oder sowas. Und jetzt kommt's, was ich cool fand. Der nächste Bus war dafür 20 Minuten später angesagt. Wann kommt der nächste Bus? Keine 5 Minuten, nachdem ich da war, kam der nächste Bus. Und es war einfach so cool. Die haben einfach einen Ersatzbus quasi organisiert in kürzester Zeit und das fand ich geil. Und da kann man auch, denke ich mal, die Deutsche Bahn in, oder allgemein, wer auch immer dafür zuständig ist, kann man einfach mal dafür loben, dass das alles so schön war und ich jetzt nicht so lange in der Kälte draußen stehen musste. Eine sehr, sehr coole Sache. Ja, und dass es jetzt tröpfelt, ist eigentlich nicht so eine coole Sache. Ja, wie gesagt, es war komplett trocken vorhergesagt. Eieiei, und jetzt fängt es schon an zu tröpfeln. Aber auch nur kurz, oder wie? Oder ist die Anzeige jetzt auch kurz falsch? So, show me. Nee, es soll angeblich die ganze Zeit trocken bleiben, ja. Sorry für alle Leute, die jetzt auf einer schnellen Runde sind. Oh mein Gott, es soll auch noch im zweiten Qualifying dann weiter regnen. Okay, das macht mich gerade wieder ein bisschen zuversichtlich, ne? Ah, und am Ende soll es wieder trocken werden. Okay, das könnte ein sehr interessantes Qualifying sein. Ich werde mein Bestes geben, davon zu profitieren. Sagt er und schied im ersten Qualifying aus. Okay, das wird jetzt ein bisschen eng langsam. Eine 1.19.3 ist aber schon eine recht gute Zeit. Kann man noch ein bisschen mehr rausquetschen, aber ihr habt es auch gesehen, 2-3 Zehntel sind da locker noch drin. Ja, und Hülkenberg zeigt so ein bisschen, was das Auto für ein Potenzial hat. Vielleicht geht da sogar noch ein bisschen mehr, aber das heben wir uns für Q2 auf. Einfach weil ich im Moment nicht schneller kann und quasi Durchhalteparolen üben will. So. Intermediate-Bedingungen. Bleibt's dabei? Nein. Aber ich denke, es wird trotzdem feucht genug sein, dass wir da auch noch in 4-5 Runden oder zum Schluss des Qualifyings immer noch auf Intermediates fahren müssen. Ich packe mir ein bisschen mehr Sprit ein. 3 bis 4 Runden sollte man schon fahren, finde ich. Nicht nur um ein Gefühl für die Strecke zu bekommen, sondern um die optimalen Streckenbedingungen für einen selbst auszuloten. Ich zum Beispiel mag es ja, wenn es ein bisschen feuchter ist auf der Strecke. Wenn die Strecke kurz davor ist, komplett trocken zu sein und du fährst doch auf Intermediates, dann hat es immer so ein komisches Gefühl. So ein komisches Übersteuern, was automatisch kommt. Bei zu nasser Fahrbahn muss es ja erst provozieren, dass das Auto übersteuert.
Gut, der Ausgang war jetzt nicht ganz so schön, aber lassen wir die Runde sich nochmal ein wenig entwickeln. Kann ja was Schönes entstehen. Ich hoffe, dass ich mit Intermediates weiterkomme. Der positive Effekt wäre freie Reifenwahl. Bis hin zu den Mediums ginge alles. Und die Bestzeit, knapp. Oder? Fahrer hinter mir. Oh, 3/10 doch. Okay, im Regen ist die KI im letzten Sektor doch wieder ein bisschen schwach. Ah, jetzt haut er nochmal eine Zeit raus. Das meine ich. Unterschiedliche Bedingungen, die man nutzen muss. Nicht optimal. Da kommt schon ein guter Kurvenausgang aus der letzten Kurve. Das war jetzt schön. Die kommende Runde beginnt auch mal schneller. Fahrer hinter mir. Sekunden, das ist super. Okay, das sieht nach einer guten Zeit aus. Oh nein. Sehr schön, die 30er-Marke unterbrochen, unterboten. Von mir aus auch unterbrochen. Und damit springen wir nochmal kurz zurück an die Box. Der Sprit ist eh gleich alle. Und schauen mal erstmal, wer sich hier noch so verbessert. Gut, im Moment sind die Zeiten sehr deutlich. Viele sind aber noch keine Runde gefahren. Und die Strecke dürfte ab jetzt wieder trockener werden.
Ja, aber nur minimal. Also Trockenreifen wird es hier definitiv nicht geben. So, hier habt ihr nochmal übrigens die Wettervorhersage fürs Rennen. Also, wenn es da regnet, dann weiß ich auch nicht mehr. So, ansonsten mal gucken, wo Valtteri ist. Auf der 2, schade. Oh, und jetzt droppen die Zeiten. Ja, aber das wird genügen. Ja, P2 und 3 für Renault, ordentlich. Und Lewis Hamilton toppt hier nochmal alles. Ausgeschieden sind Massa, Grosjean, Ocon, Sainz, Van Dorn und Magnussen. Also keine Überraschungskandidaten. Gut, dann sehen wir mal, wie das letzte Qualifying jetzt so verläuft. Direkt schon Trockenreifen, oder was? Ja, einfach direkt Trockenreifen. Gut, und morgen kann ich dann entweder auf den hier, den oder den starten. Oder wenn ich mir den bewahre, dann auch auf dem hier. So, hier fahre ich mal 2 schnelle Runden. Und wenn das nicht passt, fahre ich hier eine. Ist auch so ein bekannter Ablauf mittlerweile von mir, glaube ich. Wo man haargenau weiß, okay, Dave macht das so und so. Let's go. Ja, und natürlich 2 Runden auf dem, den wir zurückgeben, damit... Ja, ist halt irgendwie selbsterklärend. Damit der höhere Reifenabrieb halt hier herrscht. Weil den anderen könnte ich ja nochmal verwenden. So, P5 ist das Ziel des Teams fürs Qualifying. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das einhalten kann. Die Strecke könnte ja auch ein bisschen rutschig sein. Hat ja geregnet bis eben. Und auf der Geraden muss man vorsichtig sein. Der Motor wird da ein bisschen heiß. Quäse könnte das nicht gefallen. Man ist sehr lange im Drehzahlbegrenzer. Ach du liebes bisschen. Und es ist immer noch rutschig. Ich lasse mal ein paar Autos vorfahren. Ah ne, die überholen ja nicht, ne? Immer noch schneller als ein McLaren Honda. Ja, die Strecke ist definitiv noch rutschig, also gegen Ende der Session wird man definitiv bessere Zeiten hier hinlegen können. Das versichere ich euch jetzt schon. Also wehe die... Oh, das könnte sein, dass es so ein bisschen wie Ungarn ist. Da hatte Vettel ja, glaube ich, auch Probleme, die KI von Vettel. Es könnte sein, dass irgendwie für mich die Strecke noch ein bisschen feucht ist. Und wehe, die KI fährt hier super schnelle Zeiten, dann weiß ich, dass hier getrickst wird. Hülkenberg in Sektor 1, 7/10 langsamer. Stroll schneller als Hülkenberg. Also Hülkenberg hat die größten Probleme gehabt bis jetzt. Strecke wird besser. Fühlt sich auch so an. Sagt er und stand hart quer. Das ist ein interessanter Verlauf, weil so wird die Strecke auch in der Realität halt schneller.
Nicht so deutlich, aber beim Abtrocknen schon. Ja, und schaut mal, 25-0. 5 Sekunden langsamer als noch in den vorigen Runden. Oder 5,5 Sekunden ungefähr. Finde ich super. Gefällt mir. Die Simulation dieser Session gefällt mir gerade richtig gut. Alle werden schneller. Ja, 8 Zehntel zu Lewis Hamilton, aber ansonsten, die Zeit war ganz gut. Ordentlich, ich bin happy. Der 3. Platz im Moment. Wird aber definitiv nicht dabei bleiben, also die Zeiten werden sowas von noch droppen. Also jetzt müsste man eigentlich bei den Intermediates auch so einen Verlauf sehen. Genau, dass die auch immer langsamer werden. Und dadurch merkt man, die Strecke trocknet noch ein bisschen ab. Ja, und hier sieht man auch, minus... Okay, die Grip-Verhältnisse haben sich minimal geändert, okay. Gut. Natürlich bleibe ich so lange wie möglich noch an der Box. Möchte als allerletztes rausfahren. Es besteht die Chance aufs Podium, wenn wir es schaffen, als allerletztes über die Linie zu kommen und dann eine Runde zu beginnen. So, eine Runde dauert hier ungefähr 1 Minute 23, sagen wir mal 2 Minuten 20 oder so. Vor Schluss müssen wir los. Ach hey, Leute, die anderen wollen auch nicht rausfahren, ne, im Moment. Habe ich die frischen Reifen? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Hol das Tablet her! Ja, habe ich. Benzin dürfte auch passen. Ab auf die Strecke, ich fahre dann einfach ein bisschen langsamer die Runde an. Na, wobei 2,5 Minuten, das dürfte ungefähr passen. Wenn ich meine Pace fahre in der Einführungsrunde, dann... wird das hier super aussehen. Und jetzt fahren auch die anderen raus. Okay, gut. Zumindest Hülkenberg. Die anderen sind immer noch drin. Okay, jetzt kommen die nächsten. Eventuell doch ein bisschen zu konservativ gewesen und zu früh rausgefahren, aber... wie gesagt, ich mache das jetzt entspannt. Gelbe Flaggen hin oder her. So, und ich werde gleich nochmal pausieren, um euch ganz kurz den Mercedes zu zeigen. Hoffentlich sehen wir den. So, hier haben wir ihn. Auch hier, wie gesagt, sehr, sehr cool vom Jonas, dass er sich da dran gesetzt hat. Also diese Streifen, ihr wisst, was ich meine.
Und die sind sogar auf dem Frontspoiler ein bisschen drauf. Geil. Also ziemlich coole Sache. Und der Red Bull hat auch anscheinend minimale Anpassungen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was sich da vom letztjährigen zum diesjährigen geändert hat, lackierungstechnisch. Deswegen kann ich das nicht beurteilen hundertprozentig, aber hat er auch verändert. Coole Sache. Na, 1,18,5 ist aber schon heftig, ne? 1,17,8, was machen die denn? 1,18,7 sind wir am Ende gefahren. Das ist auch eine gute Zeit, denke ich mal. Aber was hier Hülkenberg unter anderem rausgehauen hat, das war schon heftig. Na, und Bottas ist auch leider vor uns. Aber auch nur eine Zehntelsekunde. Sebastian Vettel hier eine absolut überlegene Zeit, wow. Ja, und Bottas ist am Ende auch nochmal eine Zeit gefahren. Und ihr habt gesehen, was das für einen Unterschied macht, wenn man etwas trockener unterwegs ist, auf einer etwas trockeneren Strecke. Bottas auf der 4, aber schaut mal da vorne bitte. Also Vettel vor Hülkenberg, dann haben wir Perez auf der 3, Bottas auf der 4, der erste im WM-Kampf jetzt, dann wir auf der 6, Hamilton auf der 8 und Raikkonen auf der 10. Ja, und Sebastian Vettel, mega starkes Qualifying. Ich hoffe, dass der im Kampf um den Rennsieg definitiv gegen Bottas ein Wörtchen mitreden wird. Ja, coole Sache. Hat Spaß gemacht. Ja, ansonsten, die letzten drei, die sind keine Rundenzeit mehr gefahren. Und wir haben... uns fehlt ein 2000stel zu Stroll. Das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Ja, ansonsten, ich habe super viel Zeit liegen lassen im allerletzten Sektor, bevor wir die Runde begonnen haben, damit ich natürlich als letztes... oder möglichst letztes die Runde beginne. Bin da aber, wie gesagt, ein bisschen zu konservativ rausgefahren. Aber auch einfach, weil du kannst mit dieser Boxencrew das nicht minutiös planen. Und das ist das Problem. Und das traue ich mich dann natürlich auch nicht. Weißt du, ich setze mich da nicht hin und sage, okay, wir warten so lange, bis wir notfalls diesen Status erreichen, den Hamilton oder so hatte. Und der dann einfach keine Runde mehr fahren konnte. Aber egal, ich bin happy. Der 6. Platz, von dem aus kann man einiges machen. Und wenn Valtteri Bottas vom 4. nicht ganz so erfolgreich ins Rennen startet, wer weiß, vielleicht können wir die Hamilton-Linie verwenden beim Start, wer weiß, dann könnte das hier gut ausgehen für uns. Warten wir mal ab. Ja, ansonsten setze ich sehr, sehr viele Hoffnungen auf Brasilien. Und es wäre optimal, wenn ich da einen Vorsprung von 10 Punkten oder 15 Punkten habe, damit ich in Abu Dhabi meine gewohnte Potato Pace an den Tag legen kann, um da irgendwie um den Titel mitzukämpfen. Wer weiß.
Ich muss aber sagen, dass ich fast schon hoffe, dass ich den Titel nicht hole. Ansonsten weiß ich nicht, wie ich in der nächsten Saison, was ich in der nächsten Saison machen soll. Ich habe schon den Kommentar bekommen, ja, fahr doch dann einfach um die KWM. Ist aber langweilig. Ja, wenn unser Teamkollege, also da, es hängt dann eigentlich ja nur noch von unserem Teammate ab, weil mit dem hochgezüchteten Renault mit 2700 Punkten plus 25% geht da ja noch einiges. Da kriegst du so viele Teile zusammen. Also ich glaube, da werden wir erstmal jedes Rennen gewinnen und ich weiß nicht, ob die kommende Saison dann so spannend wäre. Ja, also deswegen, weiß nicht. Wenn ich hier Weltmeister werden sollte im Renault, fange ich vielleicht mit Manor an oder so. Keine Ahnung. Wobei in der 2017er Mod wäre ein bisschen komisch. Mit Sauber. Mit Sauber. Wurde ja auch irgendwie mal vorgeschlagen als Giovinazzi oder so. Gucken wir mal. Schauen wir einfach mal. Egal, das ist Zukunftsgeplänkel. Erstmal versuche ich hier weiterhin im Kampf um den Titel dabei zu sein und würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr Spaß hattet, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Würde mich super freuen. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr ein schönes China-Qualifying hattet, dass wir morgen ein schönes Rennen sehen, nicht nur in China, sondern auch hier. Vergesst nicht auch beim Livestream dabei zu sein, nach dem Rennen in China. Und ja, da werden wir nochmal quatschen, falls es ein Rennen gibt, wer wie wo performt hat. Ja, also, dabei sein ist alles in dem Fall und macht Spaß, denke ich mal. Beim letzten Mal waren zwischenzeitlich 360 Leute dabei. Das war mega heftig, ey. Das war ein Ansturm, den habe ich nicht erwartet. Und ich war stellenweise irgendwie 10 Minuten hinterher vom Chat, weil ich versucht habe, viele Fragen auch zu beantworten. Ja, also ihr merkt, aber ich bin auf alles eingegangen und daran dürfte man, denke ich mal, merken, dass ich da auch mir sehr, sehr viel Mühe gebe, euch da auch dementsprechend mit einzubeziehen. Also, vielen, vielen Dank, Leute, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß hier in Mexiko und wir sehen uns dann beim Rennen wieder. Vielleicht gibt es da wieder ein paar Punkte, die wir zu Bottas gut machen, wer weiß. Und ansonsten, wie gesagt, China wird auch interessant. Macht's gut!